Ich habe den Buchstaben eh schon. Ja! Du hast einfach geschaut, was schon was. Oh, stopp. Steht 1 zu 1, aber man könnte meinen, es steht 100 zu 100, wenn man deinen Brillenabdruck anschaut. Die habe ich auch so im Griff. Also los. Nächste Runde. Also, da geht es um die Abfahrt. Hä? Aha. Bist du den Buchstaben alle? Du. Ich? Ja. Stopp! Oh nein, den kann ich nicht nehmen. Wieso? Ich, nein. Ist es cool gewesen? Ja, fast. Einfach nochmal A. Stopp! C! Dann reden wir gleich. Geworden. Hast du überall etwas? Ja. Güsch, knappe Geschichte. Ja, ich denke, dass du das an den hast. Klar. Ort im Make-up-Kalender haben wir verschieden. Grand. Grand Montana. Das schreibe ich mit C. Ja. Hättest du mit G geschrieben? Ja, ich bin nicht sicher, ob du geschrieben hast. Weißt du das? Also. Nein, nein, ha? Nein, nein. Das war nicht da. Ja, okay. Schiss. So ist es. Ja. Cortina? Ich kann das nicht lesen. Ah, das ist Gold. Der Collombin. Das ist ein Skifahrer. Und der hat einen Streckenabschnitt. Wo? 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 Grab und alle. Wo? Am Schluss. Letzte ist. Nein, nachher. Nach dem Ziel. Nach dem Ziel? Es ist kein Streckenabschnitt. Also musst du schauen, es gibt vielleicht einen. Nein, es ist nicht. Der hat sicher einen Abschnitt. Ja, das ist wie in der Schule, da musst du immer etwas schreiben. Ja, C-Turn kennst du, ne? Wo ist der? In Lake Louise, nach dem Follow-Away. Der links. Ah. Da gibt es nichts. Sorry, Streckenabschnitt zu nehmen. Abfahrtslegende Roland Collombin. Vergiss den. Chamonix haben wir da das Gleiche. Gola rum. Ja. Hast du es gerne? Ja. 40 Punkte. Hast du? Geht es die Runde an dich? Hä? Renn ich mal zusammen. Ich komme auf 40. Ja. 15. Gell? 20, 30. Also gut. 2-1.